Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Nebel des Grauens, auch besser bekannt als Mist Survival. Jo, wir sind bei Teil 20 angelangt. Sorry, dass ich den Pausebildschirm gerade drinnen habe, aber ich will als erster quasseln und dann herzeigen. Sache ist die, vor zwei Tagen oder was habe ich Folge 19 aufgenommen. Dann, wie angedroht, habe ich auch meine Drohung wahrgemacht und habe gestern auf eigene Faust weitergespielt. Habe ich auch das gemacht, ungefähr, was ich gesagt habe. Eistern, ich war halt eben lange Zeit, war ich spazieren im Wald und habe Äste gesammelt. Ich habe sehr viele Federn auch gefunden gehabt und so. Habe dann auch den Zaun vervollständigt auf der hinteren Seite. Und ja, also das habe ich mal alles gemacht gehabt. Das hat schon mal Zeit in Anspruch genommen. Und dann, was habe ich sonst noch gemacht? Das Eisen, was ich da eingeschmolzen habe, das habe ich rausgenommen. Da habe ich mir dann noch ein paar Pfeilspitzen davon gemacht, habe mir dann auch Pfeile gebastelt. Jetzt habe ich ungefähr 16 insgesamt. Und ja, dann ist die Nacht gekommen. Gut, in der Nacht sind wir, also das ist das, wo man normalerweise durchschlafen, aber halt eben, muss ich zugeben, war ich dann einmal auf, beziehungsweise bevor ich schlafen gegangen bin im Spiel, habe ich dann mitgekriegt, dass wir da quasi wirklich über die Nacht immer belagert werden von den Level 1 Zombies, also die noch halbwegs menschlich ausschauen, dieses komische dann immer machen, wenn sie stehen bleiben und so herumschauen. Ja, da habe ich dann festgestellt, dass unsere Kate, die wir hier schemenhaft sehen, die Dame da, versucht hat, mit denen zu kämpfen, über den Zaun hinweg. Hat natürlich dann den Kürzeren gezogen und wurde, eigentlich wäre es umgebracht worden, aber halt eben, ich habe festgestellt, dass unsere Helden werden, ja, kriegen einen Knockout oder was auch immer, also werden halt eben bewusstlos geschlagen, sie werden zum Glück nicht umgebracht. Und du kannst, wenn sie am Boden ist, gehst einfach zu ihr hin und da steht dann Wake her up. Also es hat an sich ausgeschaut, es hätte sich schlafen gelegt zu den Zombies, war dem aber nicht so, sie hat glaube ich ein paar auf die Fressen gekriegt und das war's. Hab dann noch gegen ein paar von den Zombies jetzt spaßhalber so kämpft oder was, habe auch, also da hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, dass die Kamera aufdreht war, aber es war jetzt nichts, ja, nichts Weltbewegendes oder was, die Typen sind einfach beim Zaun gestanden, entweder habe ich lauter Headshots verteilt, bei den Zombies oder halt eben, ich habe mir extra noch den Speer geholt, habe meinen Speer dann herumgehaut, weil alleine in der Küche drinnen ist dauernd der Kopf bei dem einen Fenster, was du normalerweise verbarrikadierst, wo ich das, wo ich den Cheat oder quasi den Trick angewandt habe, dass ich ein Zaunteil da reingebaut habe, der wollte die ganze Zeit immer rein, hat halt eben diese Bewegung gemacht, dass er rein will, kommt aber nicht am Zaun vorbei und dann hat er den Kopf wirklich in die Küche rein gehalten, halt eben, und dann bist du gestanden und der war weg. Ja, das haben wir festgestellt, plus was auch noch war, weil nämlich die Kate hat gekämpft, drüben bei der, das ist keine Scheune, das ist eine Garage eigentlich, drüben bei der Garage. Ich weiß nicht, warum die Lustige, man muss immer die Garagentür aufmachen. Und das Problem, was ich ja gehabt habe im Vorfeld, war das, dass so wie ich meinen Zaun gebaut habe, damit ich die Carports noch benutzen kann, wenn du die Tür aufmachst von der Scheune, jetzt sage ich schon wieder, von der Garage, dann kann man nicht mehr dazwischen vorbeigehen. Zwischenzeitlich habe ich nämlich ihr sogar die Aufgabe gegeben, dass sie ein paar von den Pfeilspitzen herstellen soll. Sie hätte dann diese Arbeit machen sollen, ist dann aber jedes Mal genau zur falschen Garagentür gegangen und hat die aufgemacht. Dadurch, dass sie nicht durchgekommen ist, ist wieder umdreht und ist ins Haus gegangen. Wenn du die Tür zugemacht hast, ist wieder umdreht, wollte es wieder aufmachen. Das heißt, sie hat sich selber dann blockiert. Und in dieser Nacht, wo sie niedergeschlagen worden ist, ist sie auf der anderen Seite bei der zweiten, also das hat ja links und rechts eine Tür. Ich zeige es dann eh her. Nur ich will keine Tageszeit verlieren. Deswegen rede ich jetzt die ganze Zeit und wir sind im Pausemenü. Ist sie irgendwie auf der rechten Seite von dieser Tür gestanden, hat die aufgemacht, hat sich selber quasi eingequetscht zwischen der Tür und zwischen dem Zaun und so hat es dann notgedrungen oder weiß nicht, heldenhaft halt eben gegen die Zombies kämpfen, hat abbissen wie ein Nudelauge. Während das Ganze dann dort stattgefunden hat und ich da ein paar von denen zusammengefetzt habe, beziehungsweise niedergeprügelt habe, über den Zaun hinweg, ich bin nicht selbstmörderisch,
Habe ich gesehen, es gibt ja eine Seitentür bei dieser Garage. Und ich weiß nicht, da waren, glaube ich, 8 Zombies. Ne, 8 ist übertrieben, aber mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Zombies sind dort gewesen und haben die ganze Zeit, also sie sind auf- und abgerannt bei dieser Tür. Keiner hat seitdem aufmachen können, was gut war, weil im Endeffekt, wenn die Türen öffnen können, dann hilft der ganze Zaun nichts, weil die werden dann einfach reingeströmt. Außerdem, wie gesagt, dann müsste man einen Zaun ohne ein Türchen bauen, damit man denen irgendwie Herr werden. Also das war. Und ja, am nächsten Tag habe ich mir dann noch gedacht, von wegen ist wurscht, weil das war ja jetzt der eine Tag, wo ich quasi in der Früh aufgehört habe mit Folge 19. Der Tag war ja gelaufen. Ich habe mir noch gedacht gehabt, dass ich mein Maxl halt eben einen erholsamen Schlaf gönne, dass der komplett voll ist, auch mit der Fatigue oder Fatigue, wie man ja so schön dazu sagen, und also mit der Erschöpfung. Und habe dann noch erstens die Materialien noch irgendwie zusammen gehabt, dass ich jetzt dann meinen Zaun quasi komplementiere, zumindest jetzt einmal. Und ich habe mir gedacht, ist wurscht, ich nutze diesen einen Tag und fahre rüber in die Mine, weil ich könnte eh noch Ressourcen brauchen. Gut. Haben wir alles zusammengeschnappt und so, bin dann drauf gekommen, dass meine restliche Bärenwurst und die Bärenstückchen halt eben so gut wie am Verrotten sind, aber trotzdem noch nahrhaft sind. Gut, haben wir alles geschnappt, haben wir sogar genau testweise, das sieht man dann rechts, das zeige ich ganz kurz, also dann kann ich ganz kurz ein paar Sachen zeigen. Den habe ich testweise gebaut, diesen Schemel oder Stuhl, und da ist unsere Kate verreckt. Die ist da gestanden, da war ja der Ding. Das habe ich jetzt komplementiert, sehr gut, eine Feder passt, und habe da komplett jetzt dazu gemacht. Das geht bis rein, bis in die Garage. Die Autos habe ich umgestellt, weil ich ja den Pickup die ganze Zeit benutze. Den benutze ich nicht, aber ich habe mir es nicht nehmen lassen, dass das andere Auto dort ist. Das heißt, mit dem wir die ganze Zeit fahren, können wir immer noch quasi dieses Carport benutzen. Der zweite ist der Getaway Car oder ich weiß es nicht, Reserveauto. Gut, also das habe ich komplementiert. Wie gesagt, da hinten habe ich halt eben auch jetzt dazu gemacht. Das habe ich vorher schon gemacht gehabt. Da ist auch so wenig Platz. Das heißt, da kommt auch keiner durch. Und sehe ich da schon wieder eine Feder? Ich bin noch immer geil auf Federn, wenn ich welche sehe. Ja, eine Feder. Oh. Ein fast sexueller Akt. Nein. Ja, okay, was habe ich sonst noch gemacht? Genau, ich habe angefangen gehabt, gerade zum Erzählen bezüglich dem Schemel. Den Schemel habe ich aus dem Grund gebaut, weil ich nämlich die Idee hatte, ja, wenn ich wieder zur Mine rüberfahre und dort quasi die Nacht ausharren muss, ich kann nicht schlafen, auch wenn die Viecher nicht zu mir kommen. Aber wenn man einen Stuhl dort hat, beziehungsweise wenn man einen Stuhl hat, kann man ja auch die Erschöpfung abbauen. Und wollte im Vorfeld testen halt eben, ob das funktioniert, wenn die Viecher neben einem sind. Deswegen habe ich dort diesen Schemel hingebaut, habe gewartet, bis der Nebel ist und habe mich dann hingesetzt. Und es funktioniert wirklich. Du kannst dich dort hinsetzen und ausruhen, während neben dir halt eben die Zombies, ich weiß nicht, was die dort machen, Gruppenkuscheln oder was, aber halt eben es funktioniert. Deswegen habe ich mir auf dem Weg, bin dann halt eben zur Mine gefahren, haben wir noch extra so viele Ressourcen oder Materialien mitgenommen, um dort am Dach einen Stuhl zu bauen. Da habe ich mich nicht nur lumpen lassen, habe den schönsten Stuhl gebaut, den man bauen kann, den mit Polsterung, und habe das gemacht und bin ab in die Mine gegangen. So, Mine. Wir haben ja jetzt da das Update 039, also 0.3.9 Punkt. Und ich habe mir eh schon gedacht, dadurch, dass ein paar Kleinigkeiten geändert worden sind, das Loot-System ist anders, beziehungsweise die Typen lassen die Sachen fallen, wurscht ob Bandit oder Zombie. Man kann jetzt nicht mehr richtig looten, sondern die lassen das halt eben fallen. Das Feuerholz hat eine andere Textur. Boah, leiwand, Wahnsinn. Murder News. Aber ich habe mir eh gedacht, vielleicht gibt es irgendeine Erneuerung oder vielleicht ist irgendwas neu bei der Mine. Es ist was neu. Und zwar, dass man weniger findet. Und das ist der Schaß. Weil nämlich, ich war dort, bin reingegangen in die Mine und mir ist aufgefallen, Punkt 1, du findest nur mehr Erz, du findest kein Schwefel mehr. Und das Zweite, was du halt eben brauchst, um Schießpulver herzustellen. Also es ist Schwefel, weiß ich jetzt nicht, und Kohle. Das sind die drei Ingredienzien, die man braucht, um jetzt das Schießpulver herzustellen.
Du findest nichts mehr in der Mine diesbezüglich und außerdem sind noch ein paar von diesen Erzhaufen, wo die respawnen ja immer an der gleichen Stelle, die sind weg. Das heißt, du findest jetzt, glaube ich, vier oder fünf Haufen nur mehr vom Erz und der Rest ist weg. Die Mine ist aber nicht offen. Jetzt haben wir gedacht, was soll der Schatz, weil im Endeffekt so spielst dich tot irgendwann. Überhaupt, wenn du jetzt ein neues Spiel anfängst, ich habe ja Glück gehabt, dass ich extrem viel rausgeholt habe bei dieser einen Minentour, die ich gemacht habe, aber halt eben von jetzt an, ja, Schwefel findest nirgends mehr, das zweite findest jetzt auch nicht mehr, die Kohle kannst selber herstellen, du findest ab und zu kriegst noch ein Schießpulver von irgendwelchen Zombies oder was, das war's, oder findest das in Häusern vielleicht, wenn es hochkommt, aber das war's. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich speichere mal ab, genau, habe abgespeichert und dann bin ich mal ins Internet gegangen, weil es mich selber interessiert hat, was macht man jetzt da. Und es ist ja jetzt nicht so leicht, es ist auch nicht so schwer, aber es ist nicht so leicht, jetzt auf die Gachen was zu finden. Das Problem habe ich, glaube ich, in Teil 19 schon gesagt oder in Teil 18 sogar, weil das Problem, was ich gehabt habe, war das, wenn du auf die Steam-Seiten gehst, also diese Mini-Seiten, die hast du, wenn du Steam aufdrehst, da stehen ja halt eben zum Beispiel bei Mist und sowas stehen dann die ganzen Updates, was alles ist und was die können. Und da ist halt eben der Anfangstext steht drin und dann klickst du drauf auf Weiterlesen. Wenn du da drauf klickst, macht sich normalerweise ein eigenes Fenster auf. Ich weiß nicht, ob das gefixt worden ist, aber bei mir war es so, macht sich ein eigenes Fenster auf von Steam und dort soll dann drinstehen, was los ist. Bei mir war es aber so, ich habe da drauf geklickt, Steam ist aufgegangen, aber da ist dieser Text wurde nie geladen. Jetzt habe ich nicht gewusst, was da jetzt neu ist und was nicht. Aber nach meiner Recherche, ich bin gleich fertig und wir spielen gleich. Nach meiner Recherche habe ich gesehen, bei jemand anderen, dass durch dieses Update, was jetzt gekommen ist, diese Mine, das wurde zwar nicht dort erwähnt, aber es schaut jetzt so aus, diese Mine ist quasi halbwegs unbrauchbar geworden, weil du nur mehr Erz kriegst, aber es gibt eine zweite Mine und die ist groß und da ist auch wieder dieser Berserker-Endboss-Typ drinnen und das möchte ich, habe ich mir gedacht, das schauen wir uns heute an. Ich also weiß jetzt nicht, ob wir es in der Folge jetzt schaffen, weil ich so viel wieder mal totquassel da an Zeit, aber das habe ich mir vorgenommen, das möchte ich mal anschauen. Ich habe nur gesehen, wo die Mine ist, was eine Katastrophe ist für mich, damit ich weiß, wo es ist. Und ich habe halt eben dann vorgedreht, weil ich wissen wollte, wo soll der Typ dann auftauchen, damit ich nicht, ich kenne die Mine nicht, ich habe mich nicht spoilern lassen. Plus, was ich auch noch bei dem Durchschalten gemacht habe, war das, ich wollte wissen, ob man da auch Ressourcen herkriegt. Und es ist so, man kriegt dort Ressourcen her. Aber ich habe mich nicht wirklich spoilern lassen von der Mine selber, weil ich es selber erleben wollte und halt eben euch auch zeigen wollte. Und was ich jetzt schade finde, ist das, es ist jetzt nicht das Neueste von Neuesten. Ich wäre damit nicht der Einzige, der Erste oder was, das sowieso nicht. Aber trotzdem finde ich schade, dass das jetzt noch längere Zeit für euch dauert, während ich das jetzt so aufnehme. Dauert es noch locker sowas 5 Tage, bis ich die Folge überhaupt für euch freischalte. Deswegen, ihr kennt das vielleicht schon alle oder die 90% von den Leuten, die mir zuschauen, die kennen das vielleicht. Für die paar Leute, die es nicht kennen, hoffe ich trotzdem, dass es heute interessant wird. Gut, wo befindet sich diese Mine? Für die paar Leute, die es nicht wissen sollten, die Mine befindet sich dahint. Was bedeutet, dass wir nämlich da an, also Richtung Kleinstadt fahren müssen, an der Kleinstadt vorbei, an einem großen Banditenlager, so viel ich weiß. Dort sollte nämlich ein bisschen die Hölle los sein, so auf die Art. Oder zumindest soll dort Minimum ein Scharfschütze rumlungern. Und dann fast noch weiter und dann irgendwann irgendwann taucht die dann auf. Das ist ein Areal, was angeblich vorher nicht existiert hat, Schrägstrich, wo die Straße geschlossen war. Oder halt eben eine unsichtbare Wand soll dort gewesen sein. Was ich so mitbekommen habe. Ob es jetzt das stimmt, weiß ich nicht, aber lassen wir es mal so stehen. Und ja, ich sammle noch immer jedes depperte Asterl auf, das ich finden kann. Wobei, ich bräuchte eher die Federn, wenn überhaupt. Die Asteln brauche ich jetzt nicht mehr so sehr. Und was ich auch noch brauchen würde, was wir aber auch auf dem Weg dorthin finden werden, hoffentlich, ist, ich brauche Components. Ich hab nämlich drinnen, habe ich noch einen Spind habe ich gebaut, nur mir sind dann die Components ausgegangen, weil ich alle verbraucht habe für den depperten Zaun.
den ich wahrscheinlich in der Zukunft noch vergrößern werde, damit man noch mehr, noch ein größeres Areal haben sollten, beziehungsweise dass man vielleicht die ganze Geschichte richtig schön umzäunen. Aber ja, ich würde mal sagen, ich lasse das jetzt da. Gut, und mache mich fertig zum Wegfahren. Was braucht man denn alles? Beziehungsweise habe ich eh schon alles rausgenommen. Genau, die Schlüssel lassen wir drinnen, das ist gut. Da ist nichts, da ist nichts. War da nichts? Ja, okay, ich drücke einfach nur drauf und sage, da war nichts. Da ist nichts und da ist auch nichts mehr. So, meine liebe Kate, dir gebe ich sogar was zum Tun. Weil ich brauche nämlich sowieso. Wie viel haben wir denn da? Da haben wir ein Ding. Ich glaube, wenn man da noch Split One macht. Ich glaube, 4 braucht man für ein so deppertes Radl. Das finde ich auch noch schön. Ich kann mir vorstellen, in der Zukunft schaut das anders aus. Also erstens mal, dass die Kate nicht Lebensenergie verliert, beziehungsweise nicht getötet werden kann. Oder halt eben irgendeine andere Geisel, die es ergibt. Und ich habe ihr gegeben eine Wasserflasche mit 2 Liter. Ich habe ihr Essen gegeben und halt eben Bandagen. Und halt eben das Messer, weil ich nicht will, dass die mir die Munition verschießt. Und ja, 4 braucht man davon, sehr gut. Warte mal kurz, dann machen wir dieses hier. Zack, zack, zack. 5, soll es ruhig machen. Und wir assignen Kate zu dieser Geschichte. Jetzt müsste sich die Kate ja auf den Weg machen dorthin. Hallo Kate. Hallo Kate. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film, woher dieses Quote ist. Hallo Kate. Man müsste sich, glaube ich, mich noch vorstellen mit total schwarzen Zähnen, irrsinnig wuscheligen Haaren und Mörderaugenbrauen, die runterhängen bis daher. Ich glaube, dann kommen wir hin mit dem Hallo, Kate. Ja, das heißt, sie haben mir jetzt abkommandiert, dass sie die Dinger machen soll. Wie spät ist denn? Es ist 7 Uhr in der Früh. Ich werde jetzt noch das ganze Zeugs hier ablegen, was wir nicht brauchen. Und zwar das da. Die Äste kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingetan habe. Dahin. Mehr oder weniger. Es sind keine zurechtgefeilten, aber ist ja wurscht. Zum Essen haben wir jetzt ein bisschen was mit. Das wird langsam gräher. Und ich muss auch schauen, leider, meine Cola-Dosen werden alle hin. Meine kostbare Cola-Sammlung. Und die Cola-Sammlung, die möchte ich auch irgendwie abbauen, weil eben die. Was soll ich damit? Die verdunsten mal oder was? Das finde ich wiederum cool, diese grünen Dinger, die man eh nicht so oft finden, die halten. Ja. Wir nehmen auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Fräten mit. Ich habe mir auch noch eine Spitzaxt. Eine Spitzaxt habe ich mir noch zurechtgelegt. Also eine gefertigt und habe die alte, die hat noch 16% gehabt, die hat mir noch gute Dienste geleistet in der vorigen Mine. Gut, das haben wir. Ich brauche auf jeden Fall was zum Heilen für den Fall der Fälle, dass wir uns wirklich anlegen sollten mit dem Berserker. Und weißt was? Einfach nur, dass wir es mit haben. Wir nehmen das auch mit. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Das wäre nicht schlecht. Und zwar die richtige Munition für die M4. Hätte ich auch noch gemeint. Wir haben noch 20 Schuss davon, das passt. Sonst, glaube ich, brauchen wir eigentlich nichts. Wir haben Fressen dabei, jetzt nicht die Welt, aber es ist okay. Und ich glaube, damit sollte man eigentlich relativ gut beieinander sein. Farewell, cruel world. Gut. Ja, ein bisschen was gehen wir da rein. Wir müssen ja nicht alles mitzahlen. Die Sachen zum Essen gehen wir da rein. Die Sachen würde ich ehrlich gesagt sogar mitnehmen. Eine Spitzaxt wäre da nicht so schlecht. Die zweite nehmen wir halt eben auch mit. Die gehen wir dabei ins Auto rein. Den nehme ich mal einfach mit. Wir wissen nicht, was wir da alles abbauen können. Und weißt was, wir geben die gute Kartoffel gehen wir da rein. Und ein gutes Fleisch geben wir auch noch rein. Der Rest ist mehr oder weniger ja zum Ausprobieren. So, ich speichle nochmal und dann hoffen wir, dass wir überhaupt einmal den Weg dorthin schaffen. Ich werde sofort einmal die Dingele ausrüsten. Müssen wir nachladen? Ja, wir müssen noch nachladen nach der letzten Geschichte, die wir da gehabt haben.
Gut, wie schauen wir aus? Ja. Na, halbwegs gut. Das Blöde ist das, ich sollte mir eigentlich zur Sicherheit. Ich weiß nicht, wie, wie stark wir zusammengefetzt werden beim Hin- und Zurückfahren. Deswegen würde es gar nicht mal so blöd sein, wenn ich jetzt dann noch sicherheitshalber mal alle Teile mitnehme, dass wir zur Not das Auto reparieren. So, 46 und einen Reifen. Mehr soll es ja nicht sein. Also nur, dass wir für alle Widrigkeiten da vorgesorgt haben. Vom Platz her im Auto schaut es ja nicht so schlecht aus. Dann würde ich sogar sowieso sagen, dass da alles reinkommt. Ich hoffe halt eben, dass ich nicht ausgeraubt werde, wenn ich bei der Mine bin. So, ich speichere noch einmal für den Fall der Fälle. Dann haben wir das schon gemacht. Boah, alleine die Fahrt dorthin wird lustig. Gut, wir gehen rein. So, jetzt gut. Eis dann. Weil alleine, dass ich an den Ding vorbeikomme, an dem Stau, der da hinten ist, ne? Ohne dass ich irgendwo dagegen fahre. Das wird schon lustig. Aber ich wollte mir das unbedingt anschauen. Und ich brauche nicht unbedingt die Ressourcen zur Zeit, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir es hätten. So. Da fahren wir vorbei. Wunderbar. Und ich würde mir ja eigentlich gern, also das habe ich mir ja eigentlich vorgenommen gehabt, dass ich die Kleinstadt da mal abklapper. Da ist noch eine Tankstelle, die wir noch nicht kennen. Und da kommt jetzt das blöde Teilchen. Und zwar, da kommt nämlich, da links ist die Festung oder was immer das sein soll von den Banditen. Probier es mit durchfahren. So. Vorbei. Schür! Gib Gummi, gib Gummi. Es wurde nur einmal auf uns geschossen. Und dieser Teil da, den soll es vorher nicht geben haben. Ich weiß es nicht, ich war ja noch nie dort. Auch bei den zwei Malen, wo ich quasi off-camera gespielt habe, sowas mache ich nämlich nicht, weil das nimmt dem Ganzen die Würze. Beziehungsweise will ich das ja selber. Ja, der Retourgang bei dem Auto ist eine Katastrophe. Oder hat es damit zu tun, dass ich hinten so viel raufgehauen habe? Das kann nämlich auch sein. Dass das normalerweise funktioniert ist, weil ich glaube, früher hat der Retourgang funktioniert. What the hell happened here? Ich glaube, früher hat der nämlich funktioniert. Alter, das geht ja nicht. Okay, ich schaue, dass ich noch ein bisschen näher rankomme. Ah, nicht gegen irgendwas fahren, bitte nicht. Ich möchte nämlich so knapp wie möglich bei der Mine stehen, dass wir eben zur Not gleich abhauen können. Das ist ein weiterer Grund, warum ich die Autos umgestellt habe, damit ich nicht mit dem roten, also mit dem Pickup da probieren muss, zurückzufahren, weil siehst du, ich gebe Vollgas und fahre zurück und da passiert gar nichts. Ich grab mir ein, wenn überhaupt. So, bleib mal stehen. Nee, oh, ich verdrück mich immer. Also, verdrücken nicht von wegen davonrennen, sondern verdrücken von wegen drücken. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier... Ja, ich kann mein Ding zusammenbauen. Sehr schön. Gut, von der Person, bei der ich das gesehen habe, dass es diese Mine gibt, weil lustigerweise eine schnelle Google-Search hat da überhaupt nichts gebracht. Ah, siehst du, ach Gott, die Dinger muss ich eigentlich wieder mal einschalten, gell? Graphics, das haben wir... Ultra! Und die Shadows habe ich extra auf High gegeben und nicht auf Ultra, weil gerade die Schatten, das ist ja halt eben viel zum Tun für eine Grafikkarte. Und meine Grafikkarte ist nicht die beste. Man merkt es halt eben alleine an dem Setting, was ich habe. Und wenn ich in die Grafik reingehe, mit was für einer Mega-Auflösung spiele ich gar 1680x1050. Ja, sorry. Vielleicht beim nächsten Computer, dass da was Gescheites drin ist oder dass ich mir vielleicht nächstes Jahr, dieses Jahr vielleicht, ja, vielleicht zu Weihnachten oder was, dass ich mal stärkere Grafikkarte mal kaufen würde. Für die normalen Projekte, die ich mache,
ist scheißegal, Entschuldigung den Ausdruck, aber es stimmt so, es ist scheißegal, was für Grafikkarte drinnen ist. Gerade mal beim Schneiden könnte es mir ein bisschen helfen, dass das Ganze schneller vonstatten geht. Gut, dadurch, dass sich das alles stacken lässt, was ich jetzt gerade aufgesammelt habe, würde ich einfach mal sagen, wir gehen so in die Mine rein. Und ich werde noch nichts freten und ich werde auch noch nichts trinken. Und ich will auch ehrlich gesagt nicht speichern. Und das ist auch... Yikes, was ist denn da unten? Bienenschwarm oder was soll das? Okay, also die Textur ist da noch nicht fertig. Oder weißt was, wir haben es hierher geschafft, scheiß drauf. Wir haben eh nur einen Speicherstand und das dürfte auch beim letzten, ich glaube beim letzten Update mit 0.3.9, es gibt kein Autosave mehr. Man muss das selbstständig machen. Ist nicht tragisch, in den meisten Fällen begrüße ich sogar, dass keine Autosave-Geschichten gibt. Oje, ein Wandersmann. Weil, also, es kommt aufs Spiel drauf an. Bist nahe schon Kompis, drinnen wird es urdunkel. Du bist da hinten, ist noch hell und dann auf einmal wird es komplett finster wie in einem Antenarsch. Es kommt immer drauf an. Bei Resident Evil zum Beispiel, wie ich mit der Mara gespielt habe, da gibt es diese Autosaves schon, aber das ist Checkpoint-mäßig. Du kommst bis dahin, Autosave. Du kommst bis dahin, Autosave. Bei dem Spiel war es, glaube ich, immer, ich weiß nicht, das war irgendwie zeitlich eingestellt. Von wegen, ja, alle 3 Minuten da mal jetzt einmal speichern oder was. Und das ist blöd, wenn du irgendwas vorhast und du vergisst drauf, das Autosave ist eingeschalten und bist mitten in einem Feuergefecht, wo du dich vielleicht in einen Kessel geschossen hast, dass du nicht mehr rauskommst oder irgendeine andere depperte Situation entstanden ist und du kommst nicht mehr dort weg. Und dann ist halt eben Autosave deppert, überhaupt wenn es nur einen einzigen Spielstand gibt. Was ja zurzeit so ist. So, es, ja, wir hören irgendeine Art Höhlen rauschen, würde ich mal behaupten. Bei Wind ist das nicht wirklich. Und ich weiß nicht, vielleicht mache ich es für YouTube ein bisschen heller, aber es ist da wirklich scheiß dunkel. Und ja, ich fluche leider viel, aber das müsst ihr jetzt schon wissen, dass ich so bin, dass ich mir das leider nicht mehr abgewöhnen werde. Wobei, ich sollte vielleicht mal die Schrotflinte nehmen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Und die Schrotflinte ist ja doch auf kurze Distanz besser. Oh, Components, wunderschön. Ich habe nichts dagegen, wenn wir Sachen finden. Im Gegenteil, ich bin da froh. Ich bin zwar wegen einem Erz gekommen, aber ich bleibe auch für Components und andere Sachen. Ah ja, genau, Medium Lever. Das ist nämlich auch das, das habe ich ganz vergessen. Es gibt dieses Dingele hier. Das ist auch seit dem letzten Update Key Items. Das bedeutet, das sind so Sachen, die du brauchst für irgendwelche Rätsel. Wobei, wenn es mir jetzt kommt, ein Medium Lever, some parts that seem to come off. Vielleicht könnte man das für die andere Mine zum Beispiel benutzen, dass man dort das ansetzt, neben dem Minentor, dass da irgendwo ein Hebel fehlt. Ich weiß, normalerweise gehe ich links. Ich gehe links. Warum alte Traditionen nicht wahren? Im Endeffekt kommen wir eh beim gleichen raus. Oh, sehr gut. Da haben wir schon mal was. Da haben wir sogar einiges. Und ich sehe schon Schwefel, Schwefel. Wie ich das letzte Mal in der Mine war, halt eben damals, wo ich die große Minentour gemacht habe. Haben wir eh schon umgestellt. Ah, ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich wollte mir noch... Scheiße. Ich wollte mir noch das Werkzeug mitnehmen, dass ich mir auch sicher... Also ich wollte mir noch das Werkzeug mitnehmen, dass ich mir noch einen Stuhl basteln kann. Und ich wollte noch meinen Schlafsack mitnehmen. Damit ich länger da ausharren kann. Weil so muss ich jetzt da warten. Ich kann zwar die Nacht durchmachen, nur von meinem Maxl der Körper wird irgendwann nachgeben, weil die Erschöpftheit dann irgendwann... da ist, also die Fatigue oder Fatigue. Wenn die nämlich, wir haben sie da mal gelb,
oh Gott, da haben wir eine weiße Linie und darunter eine graue. Und ich tippe mal drauf, eben habe ich schon ein paar Mal erwähnt oder ein paar Mal befürchtet, wenn die graue ins Leere geht, beziehungsweise auf Null geht, dann stirbst wegen Erschöpfung. Und das will ich, da will ich nicht dabei sein. Wenn, dann sterben wir im Kampf oder durch Blödheit, aber nicht an Erschöpftheit. Da nicht noch was? Doch, liegt was. Siehst, man muss wirklich genau schauen bei dem Spiel. Okay, Zweifel, ich komme. Weil es gibt keine andere Möglichkeit, jetzt das, die Erschöpftheit. Oh, ganze Dinger, sehr gut. Auch nicht schlecht, ja. Schießpulver, Waffenpulver habe ich im Kopf gerade gehabt. Ich weiß nicht warum. Ja. Nicht der hellste. Aber das habe ich auch schon gewusst. Ein Mörder-Spinnernetz haben wir hier. Die Spinnen, die Mistianer. So, das holen wir uns auch noch. Also wie gesagt, bis auf Bett und Sessel gibt es keine Möglichkeit, Erschöpftheit wieder aufzufrischen. Oder abzubauen quasi. So, das ist nix. Ich soll vielleicht wieder auf die... Warum? Gut. Naja, ich meine, bis jetzt, die Ausbeute ist noch nicht so mörderhaft. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie groß die Mine ist. Also, bis jetzt ist sie größer, als was wir vorher gehabt haben. Bei der anderen. Von dem her, was ich sie kenne. Ich kenne sie ja nur als geschlossen. Ich kenne sie ja nicht offen. Die andere Mine halt eben. Nein. Okay, das ist ganz toll. Ja, ich habe mich für einen strategischen Rückzug entschieden. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich habe mir gedacht, ich gehe mal zurück. Schau mal nach, vielleicht haben wir irgendwo was verpasst da. Nein, haben wir nicht. Sonnenschein, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Entschuldigung. Gut, das ist blöd. Das ist richtig blöd zurzeit. Da geht es ja auch nicht weiter. Okay. Okay, heldenhafter Rückzug. Das ist schon okay. Pass auf. Was mich nämlich jetzt auch noch interessieren wird, ist nämlich das, ob und ein Momento. Okay, Ding. Wir haben, ja, wir hätten zwar zwei Bretter, das hilft uns jetzt aber auch nichts, weil der Schemel alleine, ich bräuchte einen Hammer, zwei Bretter und zwei Nägel, glaube ich, brauche ich, dass ich den herstellen kann. Können wir ja kurz reinschauen. Ja, 2-2. Also selbst das kann ich nicht einmal herstellen. Ich speichere einmal. Gut. Bevor ich jetzt da großartig irgendwas mache, ganz kurz möchte ich mit euch meine Gedanken teilen. What the fuck? Nee, es ist 9 Uhr. Ich habe jetzt gerade gespeichert. Jetzt könnte ich hergehen, also ins Menü reingehen, neu laden. Könnt nachschauen, ob dort dieser Cheat oder Trick auch funktioniert, bezüglich, dass wir wieder die Ressourcen kriegen. Weil nämlich, ich weiß nicht, ob wir den Berserker down bekommen. Ich weiß nicht, wie es da drinnen ausschaut. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie der Kampf ablaufen wird. Ich kenne zwar den Kampf gegen ihn, nur das war in der anderen Mine. Und was ich weiß halt eben, wenn er genau vor dir steht, glaube ich, haut er da in die Goschen. Dann hat er die Möglichkeit, dass der irgendwelche
Felsbrocken aus dem Nichts rausreißt und auf einen wirft, quasi Fernangriff, und dann hat er noch seinen super Fernangriff, und der ist der, dass er wie ein Kleinkind am Boden haut und alles rundherum bricht zusammen. Also sprich, die Decke kommt auf einen auf den Schädel, der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Und da möchte ich auch nicht dabei sein. Nein, auf jeden Fall weiß ich, es hat einen Trick damals gegeben, dass du ihn irgendwo festpacken kannst und dann halt eben hast du auf den eingeschossen, bis der down gegangen ist, was halt eben lang gedauert hat. Das könnte man jetzt da alles mal ausprobieren und dann auch schauen, ob man down bekommen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht meine komplette Munition an den Deppen verfetzen. Die Pfeile kriegt man ja wenigstens zurück, aber das funktioniert auch nur dann, wenn er sich festpackt irgendwo. Es könnte sein, dadurch, dass das Ding, dass die Mine neu ist und er jetzt quasi einen neuen Auftritt bekommen hat, dass das der unser Macher von dem Spiel, dass er genau das gefixt hat. Dass du ja nicht mehr gegen einen Mann kommst. Aber das ist alles Mutmaßung. Ich würde auch gern noch nachschauen zu unseren Nachbarn, damit ich mir mal kurz einen Überblick mache bezüglich von denen ihren Lager. Auf der einen Seite zurückfahren und die Sachen holen, dass ich den depperten Sessel baue oder halt eben zumindest den Schlafsack mitnehme, dann kann ich mich wenigstens in die Mine schlafen legen. Aber ich glaube, ihr wollt alle den Berserker sehen und ihr wollt alle wissen, ob ich jetzt abbeiße oder nicht. Das wäre auch deppert, wenn man jetzt eine Sache, die ich noch kurz besprechen will. Ich gehe rein, ich kämpf gegen ihn. Wurscht, wie es jetzt da ausgeht, sagen wir einfach mal, ich schaff's und nach dem 15. Anlauf oder was bringe ich das Hansel da drinnen um. Oder um die Ecke bringen. Du gehst die Mine ab, da ist noch ein bisschen was drinnen, super Leiwand, juhe, juhe, super Leiwand. Dann gehst raus, dann speicherst, dann ladest, gehst rein, weil du noch mehr Ressourcen haben willst, der Deppert ist schon wieder da. Das ist meine Befürchtung. Wir werden es rausfinden. Es dann, wir haben... warte mal, dann sollte ich mal, gescheit wie ich bin, sollte ich erstens mal was essen. Die habe ich eh schon da, die Sachen. Gut, was essen wir? Das hat eh nichts mehr. Dann essen wir das noch gar auf. Hat doch noch ein bisschen länger gehalten eigentlich. Wir nehmen eine Cola. Gut, das tauschen wir mit dem aus. Die Schrotflinte ist eigentlich eh nicht so schlecht für den Wenn. Und jetzt speichern wir. Wir haben was zum wir haben Verbandszeug dabei. Wir haben Painkiller dabei, die haben wir zum Glück eigentlich eh noch nie eingesetzt. Wir haben Antibiotika dabei, um den Herrn zu verarzten oder ihn zu behandeln für den Fall der Fälle, dass er deswegen so aufgebracht ist, weil er Antibiotika braucht. Okay, vielleicht sollte ich nicht zu viel rennen. Auf jeden Fall einen Stärkungskaffee, das kann nie schaden. So, und ich nehme mal an, es wird nicht funktionieren, dass dein Puls zu dem Dingele, weil er kann ja, glaube ich, nicht durch. Also er kann nicht unterisch durchkriechen. Kommst du her oder bleibst du da? Okay. Achso, ich muss da stehen bleiben. Ach du Scheiße. Nee, das gilt nicht. Kann ich das?
Hilfe, Hilfe! Können wir da rauf? Ja, da kommen wir sogar hin. Wo ist er? Okay, warte. Boah, okay, der hat mich. Aber irgendwie. Mein Bogen ist unsichtbar. Aber ist wurscht, ist ein magischer Bogen. Also, das ist der Zauberbogen. Ich habe auf jeden Fall eine gute Position gefunden. Was ist das? Hallo? Jetzt geht gerade gar nichts mehr. Also da hat jetzt einiges nicht hingehört. Was ich jetzt aber lustig finde, ist das, dass der Arsch auch noch Unterstützung bekommt, sobald du ihn halbwegs runtergeschossen hast. Gut, ich glaube, da geht's irgendwo rauf. Wäre auch noch eine Möglichkeit, dass du dann rauf und runter rennst. Wobei, ich gebe zu, unten ist gar nicht mal so schlecht. Das Erste, was mir jetzt im Moment kommt, war gerade von wegen, hey, ja, Sprengfallen oder was, aber das gibt's in dem Spiel nicht. Jo. Das Pfeil und Bogen funktioniert eigentlich eh nicht schlecht. Das Einzige nur, ich muss dann relativ schnell umschalten. Und was ich glaube, ich weiß jetzt nicht, aber was ich glaube, ist das, dass der Bosskampf gegen ihn noch nicht wirklich fertig ist, weil, wie oft hat mich der da erwischt? Der hat mich, glaube ich, 5-6 Mal mit dem Stein erwischt. Ich habe zwar, es hat zwar ausgeschaut, als wenn ich gedamaged worden wäre, aber es ist nichts wirklich passiert. Kann jetzt sein, von wegen, dass meine Rüstung hoch genug war, weil ich habe die schutzsichere Westen an und ich habe den Polizeihelm habe ich auf. Dass entweder das alles abgehalten hat oder weil erst nachher dann, wie die Zombies gekommen sind, dann haben sie mich down bekommen. Und das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Gut, wir probieren es noch einmal. Weil es das Letzte ist, was ich hier tue. Ich werde halt eben mit der M4 werde ich anfangen und nachher switche ich dann auf Pfeil und Bogen. Wenn die Zombies kommen, switche ich auf die Schrotflinte. Weil das dürfte, glaube ich, am gescheitersten sein, wenn wir das so machen. Nur, von Haus aus habe ich hier aber auch gesagt, von wegen, ich habe keine Lust, dass ich wirklich meine komplette Munition bei dem Typen vergeude. Also, die Munition. Auch die Pfeile hätte ich gern wieder, was man ja theoretisch rauskriegt aus dem Typen. Warte mal ganz kurz. Equipment, Quiver, Add Arrows. Ja, wir haben 16 Pfeile Hammer. Wenn die alle treffen. What the fuck? 5, 1. Wo kommen die her? Toll, der Arsch hat mir jetzt einmal halber die Rüstung runtergehauen.
glaube kaum, dass wir im Nahkampf dem Typen irgendwas anhaben können. Okay, weißt was? Entschuldigung, aber... Nee, wir probieren es jetzt so. Super. Das heißt im Endeffekt jetzt, dass selbst auf dem Weg zu ihm hin muss ich gegen lauter von den Trotteln da kämpfen. Nein, das ist der Depp. Das kann es doch nicht sein. Ach, weil ich geladen habe. Deswegen finden wir jetzt doch da wieder Dinger drinnen. Aber ich muss auch noch schauen, von wegen kommen. Oh! Das hätte man vielleicht auch machen können. Warte mal, Requires Level? Das haben wir doch. Key? Hä? Den haben wir doch da gefunden. Und haben gespeichert. Willst du mich verarschen? Dann könnte man das nämlich gleich mal verwenden, weil vielleicht geht dann das Licht an. Das wird auch ein bisschen was bringen. Ist jetzt noch nicht lebenswichtig, aber... Okay, warte. Ich gehe mal kurz die Mine noch einmal ab, ob wir da irgendwo den Lever finden. Aber... Den haben wir doch nicht weggesteckt. Der war da drinnen, Regular Items, unter die Key Items. Da war der ja gar nicht drinnen. Ja, jetzt haben wir eh nichts mehr. Und sind wir eigentlich verletzt worden irgendwie, Status? Nö. Health haben sie uns runtergehoben. Nebensächlich. Gut, also dann. Der Hebel war da. Der ist jetzt nicht mehr da. Gut, da haben wir jetzt wieder Materialien, also Ding und so, das ist schön. Aber okay. Da haben wir ein Rädchen. Ich halte jetzt nur die Augen offen, ob wir irgendwo nochmal den Hebel finden. Weil das wäre eigentlich gar nicht mal so deppert. Ah, es... Ich verstehe es nicht. So, und da kommt der Depperte. Wie gesagt, mit Nahkampf. Ich könnte es ja mal probieren, spaßhalber. Wenn ich jetzt mal Painkiller nehme. Ah, braucht man nicht. Okay, ah, so funktioniert das. Das heißt, wenn du irgendwas hast, dann kannst du da Drink until enough. Einfach nur, dass wir da theoretisch uns heilen. So wie ich jetzt gerade bin, weil mir zipft es an, wirklich, dass meine komplette Rüstung weg ist, weil wir quasi den Zombies da entgegengelaufen sind. Ich probiere jetzt nur ein paar Sachen aus. Ich renn rein, probiere mal was der Nahkampf bei ihm bringt. Und ich schaue mal das Level ein bisschen genauer an. So, hier haben wir eine. Was haben wir hier? Ah, da könnte man auch irgendwas machen. Alter, wir machen urwenig Schaden. Ich
Du kannst mit dem quatschen, oder? Au! Der Nemesis erst. Aber ich mach Kopfschüsse. Au! Au! Okay, dieses Mal hat er mich erwischt. Okay, also es gibt ein paar Plätzchen, wo man ein bisschen was reißen kann. Ich verstehe es nur mit den Zombies nicht. Ich überlege mir gerade eine Strategie, wie wir am besten gegen den vorankommen. Unten war eigentlich super, nur die Zombies waren das Problem. Jetzt, wenn ich noch einmal laden sollte, und ich würde gerne wissen, was mit dem Lever, mit dem Hebel, was auf sich hat. Weil wenn ich jetzt wieder laden werde, ich werde auf jeden Fall nochmal laden. Weil Revive in meinem Camp, mein Auto ist irgendwo, na. Sicher nicht. Und ich verliere ein paar Sachen aus dem Inventar. Das spützt definitiv nicht. Für was haben wir einen Spielstand? Dass wir ihn laden können. Ich weiß nicht, ob wir den dieses Mal, also in dieser Folge down bekommen. Ohne dass ich all mein Ding da verwendet hat eben. Also mein komplettes Repertoire an Waffen und Munition. Gut, die Zombies in der Mine, die könnte ich eigentlich mit der Schrotflinte ausschalten. Wäre gescheiter, wobei auf der anderen Seite mit Ding halt eben, mit Schwert und Schild, es ist umständlich, weil was mir am Nerv geht, ist, dass wenn du das zurück hast, du musst voll in sie reinrennen, dass das irgendwie erwischt mit der depperten Machete. Weil sie immer nach unten gängen und zurück. Und das nervt ein bisschen. Und überhaupt, wenn sie dann zu zweit sind, hast du überhaupt nicht den Arsch offen oder das, ja. Nur man hat gesehen, gegen ihn braucht man gar nicht vorgehen mit dem Messer. Das ist unnötig. So, wir halten trotzdem die Augen offen bezüglich irgendwelchen Hebeln oder was, falls wir da was finden sollten. Wahrscheinlich sind jetzt da keine Zombies anwesend. Oh oh, ich höre einen Zombie. So wie es ausschaut, hat er mich gerade durchs Schild durchtroffen. Ah, toll. Geh bitte! Na, es fuckt mich jetzt wirklich ab. Wenn ich nur gegen die 1, 2, 3 Sprechprobe. Wenn ich nur gegen diese Wachbirnen kämpfen müsste, hätte ich kein Problem damit. Aber nein, na, ich werde am Anfang von denen halt eben quasi runtergeprügelt, dass meine ganze Rüstung flöten geht. Und danach darf ich noch gegen den Hauptidioten kämpfen. So, apropos, wir haben gerade geladen. Key-Items fehlt. Und das ist was, das nervt mich jetzt da auch wieder. Weil wir haben eins gefunden. Ah, der hat mich auch wieder durchtroffen. Durchs Schild hindurch. Für was habe ich das Schild? Ha, für was? Und haben wir noch irgendwas von unserem 4%, 12%? Wunderbar. Also gar nichts haben wir. Gut. Der Hebel war hier, ist natürlich nicht mehr hier. Der ist davon geflogen, was weiß ich was. Da würde man einsetzen, können wir nicht, weil keiner da ist. Das könnte nämlich überhaupt
würde ich dann gern wissen, was das für ein Rätsel sein soll oder die Lösung von dem Rätsel. Da haben wir wieder... Das bleibt. Was? Das bleibt. Das haben wir nicht vorhersehen können. Das mit dem Hebel. Weißt, ich habe noch die Überlegung angestellt von wegen, hey, bei der anderen Mine, vielleicht gibt es das auch oder vielleicht funktioniert das dort oder sonst irgendwas. Nö, das gibt es einfach nicht mehr. So, Granate wäre zum Beispiel auch lustig, hätte man mitgenommen, haben wir aber nicht. Ja, das bringt mir eh nichts. Ah, wie... Wir haben Munition dafür. Oder nehmen wir die. Gut, ich schau mal nochmal ein bisschen das Areal da rein. Da ist eine Tür. Da geht's theoretisch auch noch rein. Ich weiß gerade nicht, ob Kopfschüsse was bringen. Nein! Nein, falsch! Okay, na, das ist deppert. Der nachrennt, das ist scheiße. Ich glaube, ich sollte wieder zu meiner alten Taktik da zurückgehen. Da hinten auf. Außer kommt man nach, dann habe ich ein Problem. Gut, wir wollten das da nehmen. Jesus, bist du's? Wo ist er? Der ist über mir, gell? Was ist denn noch im Zimmer drinnen? Kann es sein, dass der oben ist? Dass der gar nicht mitgekriegt hat, dass ich hier unten bin? Da, okay. Ja, die Musik ist eigentlich ziemlich cool. Nein! Der Robin Hood zugeschlagen. Wo ist der Herr hin? Der ist schon wieder über mir, gell? Aber ich mach relativ wenig Schaden, so. Ich sagte, ich wollte nicht alles auf ihn verbrauchen da. Okay, der hat mich erwischt. Okay, der hat mich durchs Ding durch erwischt. Okay, also ich glaube, wir lassen es einmal für die Folge. Ich muss mal überlegen, was ich mit dem mache. Es ist jetzt, wie gesagt, was mir auf den Nerv geht, wieso ist der Hebel verschwunden?
Und wann kommt dieser Hebel wieder zurück? Weil im Endeffekt, ich bin reingegangen in die Hülle, in die Mine, Entschuldigung, bin reingegangen in die Mine, haben wir das Erz rausgeholt oder was da halt eben vorrätig war. Den Ding habe ich gefunden, quasi ein Teil von einem Mini-Puzzle, hätte es gleich einsetzen können, habe ich aber nicht. Geh raus, Speicher, geh rein, das Teil ist weg. Ich verstehe es nicht. Warum ist das Teil auf einmal weg? Also ich werde jetzt einmal Pause machen. Ich nehme jetzt nicht gleich Folge 21 auf. Immerhin, jetzt habt ihr es einmal gesehen. Was ich mich auch noch frage, ist das, dass beim nächsten Mal gehe ich rein, ich werde höchstwahrscheinlich mit der Schrotflinte reingehen, damit ich die Zombies meier mache, weil die gehen mir schon auf die Nerven, wenn wir die ganze Zeit meine Rüstung zusammenhauen. Weil ich relativ lang durchhalte, obwohl er mich da antrifft mit den Steinen. Also das hat schon seine Berechtigung halt eben, wobei, ehrlich gesagt, wenn du einen so einen Stein draufkriegst, wurscht, was für Panzerung du hast, du warst hier oder zumindest nicht mehr imstande irgendwie aufzustehen, geschweige denn einen zweiten aushalten. Was mich jetzt aber noch interessieren wird, wäre das, es geht noch auf der gegenüberliegenden Seite geht es noch weiter mit der Mine, wenn es aufpasst habt, weil ich habe jetzt extra mal bin ich abgerannt am Anfang, bevor ich raufgerannt bin und rechts ist halt eben eine Aufzugstür oder was immer das sein soll, die ist zu. Geradeaus ist noch ein Abschnitt gewesen. Man hat nicht weit gesehen, aber da würde ich gerne mal reinschauen und ich könnte mir vorstellen, dass mit dem einen Hebel halt eben den einen Generator einschaltest und mit dem zweiten vielleicht den zweiten, dann gehen die Türen auf und du kommst noch weiter rein in die Mine. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge rausfinden. Wie gesagt, also kann ich eh schon drauf drücken, ich werde jetzt das Spiel einmal quitten, werde Pause einlegen, werde mich mal sammeln in der Pause und mal überlegen, wie ich den vielleicht am besten down bekomme. Auf jeden Fall immerhin, die Zombies sind weg. Also, dass jetzt die Zombies quasi vor ihm kommen. Weil wenn du gegen ihn kämpfst und zwischendurch tauchen dann die Zombies auf, dann warst du wirklich im Arsch. Weil du musst ihm die ganze Zeit ausweichen und den Zombies auch noch, was nicht möglich ist. Und das wäre eigentlich nur die reinste Todesfalle. Vielleicht mit der einen oder anderen Granaten, die habe ich auch noch nicht ausprobiert, geht's schneller, aber die haben wir jetzt gerade nicht mit. Also ich muss mir wirklich noch überlegen, wie wir das machen werden. Wir werden es höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Das soll es jetzt gewesen sein mit Mist Survival Folge 20. Entschuldigung, Nebel des Grauens heißt das Spiel ja eigentlich. Und Untertitel ist nur Mist Survival. Ja, das war Folge 20. Ich hoffe trotzdem, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzuschauen beim Abkacken bzw. beim Verkacken oder beim Abstinken. Ja, ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr diese Folge sehen solltet und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.